Hallo, liebe Freunde des Chemiebraukastens. Hier sind wir bei einem Spiel, das eigentlich ganz ähnlich ist. Wir müssen hier ein bisschen was zusammenbasteln, gucken, was dabei rauskommt und hoffen, dass nichts explodiert. Hier sind wir bei Potioncraft, dem Alchemisten-Simulator. Klingt komisch, ist aber so. Wir simulieren hier den Alchemismus, basteln uns Tränke zusammen, erforschen, wie es geht und versuchen hier einen erfolgreichen Alchemieladen aufrechtzuerhalten. Ich guck mal gerade, ob ich hier noch irgendwas, was ich in Weihnachtsherausforderung finde auf diesem Bild. Aber hier scheint so nichts mehr drauf zu sein. Gut, dann machen wir mal weiter. So. So, haben wir jetzt hier ausgeschlafen? Weiß ich gar nicht. Okay, wir haben ausgeschlafen. Dann gehen wir mal gucken, ob was im Garten ist. Nein. Gut. Der ist karg, um es mal so zu nennen. Haben wir schon Kundschaft? Oh, was ist da denn? Hier, Bergbaumann, oder was? Nee, der hat jetzt nichts für uns dabei, ne? Grüß, Alchemist. Ich habe Geschenke aus dem Berge mitgebracht. Kaufst du? Wer bist du? Was verkaufst du? Ich bin Bergbau, Grabebau, Stollen, suche nach Graben der Berge, nach Steinen, Mineralien, Kristallen, verkaufe einige seltene Edelsteine. Meine Ware nicht billig. Okay, ich mag auch kurze Sätze. Grüße, Alchemist, ich habe Geschenke aus den Bergen mitgebracht. Kaufst du? Okay, der kann auch nur noch zwei Sätze. Zeig mir deine Ware. Aha, der verkauft also diese Kristalle hier. Wolkenkristall. Brauche ich den auch für meine Rezepte? Also das kann man bestimmt auch in den Kessel schmeißen, ne? Interessant. Kann ich mir nicht leisten, mein Freund. Habe ich kein Geld. Fitti. So, hallo, ich habe meine Feuersteine irgendwo verloren. Jetzt kann ich kein Feuer machen. Mann, wie doof seht ihr eigentlich? Das verliert man doch nicht. Mein Mann kommt heute Abend mit Freunden nach Hause und ich muss ihnen etwas zu essen kochen. Hast du etwas, das mir helfen kann, ein Feuer im Herz entfachen? Schauen wir mal, was unser Rezeptbüchlein so hergibt. Haben wir ein Feuertränklein? Ja. Den können wir hier brauen. Das ist nur ein schwacher Trank. Was ich hier noch rausgefunden habe über diese Rezepte, festes Winterzapfen. Also hier müssen wir noch was finden. Kräuterkundigen. Mit diesen Schleifen. Wir hatten ja vorher jemanden, der uns so eine Seite hier verkauft hat. Weil, das muss auch sein, wir haben nämlich nicht mehr. Also dieses Buch hier ist endlich. Wenn wir hier das durchhaben, war's das. Also man kann nicht endlos hier Rezepte sammeln. Man hat nur diese Seiten hier zur Verfügung. So, und dann kann man ab und zu mal ein paar neue dazu kaufen. Und wenn das Ding hier voll ist, dann muss man halt sich von einigen Tränken trennen. Also zum Beispiel einen schwachen Heiltrank gegen einen stärkeren Heiltrank dann tauschen, weil man hat diesen Platz nicht mehr dafür. Das ist verrückt, aber ist so. Kann man eigentlich auch noch mal einen brauen. Also das hier, das hat er jetzt dann eben damit zu tun, mit diesem Seitenkaufen. Das habe ich jetzt auch erstmal kapiert, weil hier ist nichts mehr. Ne? Also man muss sich dann trennen. Deshalb hat man dann auch ein bisschen so den Zwang, stärkere Tränke zu erforschen, damit man die Schwachen rausschmeißen kann, um mehr Seiten hier zu haben, weil sonst ist hier Feierabend. Also das Buch ist leider, ja, endlich. Das macht es natürlich dann auch ein bisschen, ja, es macht ein bisschen mehr Druck aufs Erforschen, ne? So, was wollte die Dame nochmal haben? Die wollte ein bisschen Feuer unterm Hintern, den kann sie von mir bekommen. Hui! Ja, die hätte natürlich besser... Also dieses Feilschen, da muss ich nochmal gucken. Das kapiert kein Mensch. Also ich habe auf YouTube schon auch ein paar Kollegen gesehen, die dieses Spiel auch spielen. Und die haben das mit dem Feilschen auch alle nicht kapiert. Es scheint irgendwie noch schwierig zu sein. Obwohl man muss, soll ja diese Dinger treffen. Die Waage soll sich zu meinen Gunsten heben, weil die hier immer Geld drauf schmeißt. Aber irgendwie klappt's nicht. Wo sind denn hier Schleifen übrigens? Sind die irgendwo? Vielleicht muss man die hier treffen. So, das war jetzt eigentlich überhaupt nichts. Vom Unterschied her. Super. Das klappt nicht. Das kann kein Mensch. Guten Tag. Ich werde bald auf eine lange Kreuzung gehen und was könnte meine Kampfgeist besser stärken als ein Flasche Ale? Das hält ja auch sehr lange. Das Problem ist, dass die Sonne meinen Flachmann aufheizen wird.
Die haben Probleme. Ich denke, wenn ich einen Topf Frosttrank hinzufüge, bleibt das Ale auch im Sommer Hitze kalt. Hört sich das für dich schlüssig an? Nein, aber ich gebe dir trotzdem diesen Trank. Den habe ich nämlich gerade auf Lager. Und kannst für 33 hier dir hinter die Rüstung kippen. So, auf Wiedersehen, mein Freund. Tschüssi, Kowski. So, beliebte Stufe 2. Die schaffen vielleicht noch die nächste, hoffentlich, bevor ich gesteinigt werde. So, schauen wir mal. Ich war auf der Straße unterwegs, als mir wie aus dem Nichts ein Blumentopf auf dem Kopf fiel. Hat wahrscheinlich was mit einer Frisur zu tun. Gut, dass ich schon immer einen dicken Schädel hatte, sonst wäre ich jetzt erledigt. Wie tragt man einen Hut? Aber jetzt habe ich eine fette Beule am Kopf. Womit kann ich sie eintreiben, damit sie wieder verschwindet? Ja. Ein Kältetrank wäre aber auch nicht schlecht, oder? Ein Heiltrank, ja, aber vielleicht auch ein Kältetrank. Ich habe ja jetzt hier einen. Ein Frosttrank 2 haben wir nämlich erforscht. Wir forschen Forscher. Nur mir fehlen die Zutaten, Kinder. Ich habe keinen Sumpferich mehr. Shit. Das ist doof. Wir haben aber auch im Garten nichts mehr. Ne? Da wächst nichts. Und so eine Kräutertante ist noch nicht gekommen, uns den zu verkaufen. Dann kann ich ihm jetzt nur einen Heiltrank anbieten. Damit ist er natürlich nicht so wirklich zufrieden. Ja, dafür kriegen wir auch dann nur 12 Dinger. Aber gut. Haha, habe ich dich erwischt. Ist der Pilzsammler ein Reh? Hahaha. Hihi, so. Zinker, Zinker. Hast du Lust auf ein paar Pilze, Zwinker? Zwinker zurück. Zinker mit dem anderen Auge. Also willst du ein paar Pilze kaufen? Das können wir den ganzen Tag machen, oder? Nein. Tatsächlich. Zeig mir deine Ware, oh Pilz-Sammler. Ich habe leider nicht die Kohle dafür. Der rote Pilz. Zäh und scharf. Wird manchen zum Essen hinzugefügt, um es zu würzen. Ich nenne es Chili. So. Den Sumpferich brauche ich, ne? Die zwei kaufen wir mal. Ich falsche jetzt nicht, ist mir zu blöd. Mach's gut, Zwinker, Zwinker. Zwinker, also. Das Vieh vom Nachbarn hat sich angewöhnt, das Gemüse aus meinem Garten zu fressen. Ich bin es leid, jede Nacht Schafe und Ziegen zu verjagen. Ich möchte mein Gemüse mit etwas Besonderem aufpeppen, damit mein Nachbarn weniger Vieh hat und ich weniger Probleme. Was können wir denn da machen? Jetzt Gift würde mir zwar einfallen, das wäre aber nicht gerade schön. So, hier haben wir jetzt nur noch zwei Sachen, die uns fehlen. Was würde da jetzt helfen? Ein Feuertrank? Ja, man weiß nicht. Schwacher Gifttrank? Wo ist er denn? Hier! Hallo! Würde das nehmen? Okay, dann bringe ich auch noch den Nachbarn um. Oh, das hat mir jetzt. Das war jetzt. Der war nicht so zufrieden. Ich wollte ein Haus streichen, wenn es einzigartig ist. Ich dachte, es wäre cool, die Wände mit leuchtenden Farben zu streichen. Hast du einen Zaubertrank, der Farben im Dunkeln leuchten lässt? Du brauchst Pilze, dann siehst du alles leuchten. Ja, hier ist ein Lichttrank, oder? Jetzt bin ich auch überfragt. Jetzt. Soll noch wissen, was die Leute wollen hier. Ich bin hier nicht der geborene Apotheker, mein Freund. So, gucken wir mal. Das hier irgendwie klappt. Ja, es klappt überhaupt nicht. Das ist scheiße. Okay, wunderbar. So, was will der jetzt hier? Die Straße war im Dorf, in die Stadt führt durch den Klippentunnel. Jetzt wäre ein Fass mit Schießpulver zu. Und durch den Blatt her. Nee, habe ich nicht. Sorry. Tut mir leid. Damit kann ich jetzt echt nicht dienen. Schießpulver. Bin ich Alchemist oder was? Achso. Nee, wo soll ich denn das jetzt hier hernehmen? Hallo, ich bin froh, wenn ich überhaupt einen Trank zusammenkriege. Schießpulver, jetzt wie super. Attentäter oder was? Vielleicht schon, wenn ich hier Gift verkaufe an Leute. Kommen wir denn da hin? So. Warte mal. Rezept.
Was ich hier noch gesehen habe, lustigerweise, mir noch gar nicht aufgefallen ist, man kann die Flaschen ändern und die Etiketten. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber man kann hier zum Beispiel für jede Flasche und jedes Rezept ein anderes Etikett draufkleben. Und das kann ich auch noch drehen, wenn ich lustig bin. Also, ich könnte jetzt hier dieses Ding drauf machen. Dann kann ich mir noch hier ein anderes Symbol aussuchen. Halleluja. Und eine andere Farbe noch drauf machen. Also wenn mir da jetzt irgendwas anderes besser gefällt. Ich habe hier also komplett Farbschema hier, wie ich es haben will. Das ist echt lustig. Also das ist mir echt noch nicht aufgefallen, dass man das hier auch machen kann. Könnt ihr auch so ein lila Blümchen drauf machen, ne? Machen wir jetzt aber nicht. Könnte man also auch machen. Also das Programm bietet doch mehr Möglichkeiten, als man denkt. Man kann auch für mittlere Stärke immer eine Standardflasche verwenden. Oder für bestimmte Tränke natürlich auch bestimmte Flaschen. So, dann kann man die auch leichter identifizieren. Also wenn ich T-Shirts mache, diesen... Nein. Aber hier zum Beispiel, das würde sich anbieten für so einen Feuertrank eigentlich, diese Flasche oder so. Ne? Also, das ist eigentlich... Die kommt sich austoben. Das ist durchaus interessant. Man kann das auch standardmäßig einsetzen. Oder eben nur für einen bestimmten Trank. Das ist schon echt witzig. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ich kann den Trank auch umbenennen, übrigens. Das geht auch. Also, das Programm bietet nur eine Möglichkeit. Man muss sich nur mit befassen und alles mal ausprobieren, weil es gibt eben auch keine Anleitung so richtig. Muss eigentlich sich das selbst eben erforschen. Auch was wir hier, sage ich, so machen müssen, ist auch sehr diffizil. Also je nachdem, wie stark die Tränke sein sollen, da muss man wirklich ganz genau hier diesen Umriss, diese Flasche steuern. Je genauer die hier denn drin ist, desto eher hat man einen Trank der Stärke 1, 2 oder 3. Also das haben die wirklich sehr genau ausgetüftelt, die Macher von dem Programm hier. Wenn du dieses Fläschchen da reinsteuerst, das muss genau hier drüber liegen. Erst dann kriegst du wirklich einen richtigen, vollwertigen, höherwertigeren Trank. Wenn es so gerade nur so drin ist, kriegst du einen Trank der Stufe 1, also den schwächsten, den schlechtesten. Also das ist schon, das ist schon einiges hier, was man hier machen muss. So, Gifttrank. Und wir müssen natürlich mal gucken, was wir jetzt von unseren Tränken, wir haben einen schwachen Vergiftungstrank und nochmal einen schwachen Vergiftungstrank. Das ist eigentlich Quatsch. Die sind eigentlich beide relativ gleich. Nur der hat ein bisschen mehr Zutaten. Und sind beide schwach. Dann würde ich den hier einfach mal löschen. So, dann haben wir nochmal eine freie Seite. Und hier haben wir einen schwachen Heilungstrank. Den würde ich auch löschen. So, dann haben wir nochmal wieder zwei freie Seiten. Die kann man auch dann verschieben. Also man kann sich die Rezepte dann eben auch hier so zusammen machen, wie man es will. Das ist schon ganz echt witzig gemacht hier. Also die Macher haben sich hier echt viel Gedanken gemacht, obwohl es so simpel aussieht. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Auch hier das hier, also mit dieser Karte, wie das so funktioniert, das ist hier. Es ist doch mehr zum Tüfteln, als man glaubt. So, wie sieht es denn hier aus? Ich brauche ein paar bestimmte Sachen, glaube ich. Die ich hier nicht genug drin habe, glaube ich, oder? Ich würde gerne nochmal einen stärkeren Gifttrank machen. Aber mit den paar Zutaten... Oder gehen nochmal pennen und probieren es dann aus. Okay, dann. So, haben eh keine Kundschaft mehr, dann gehen wir nochmal schlafen. Schnarch. Oh, schon wieder morgen. Mein Gott, das geht so schnell. Okay. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. So, Terraria, davon haben wir jetzt einige. Ich glaube, die brauchen wir für den Feuer, für den Gifttrank. Was ist das hier für ein Ding? Das ist wieder dieses Schwefelregal. Hat man den schon mal? Dieser Pilz verdankt seinem Namen einen spezifischen Geruch, der entsteht, wenn der Mörser gemahlen wird. Also, stinkt nach faulen Eiern, okay? Dann haben wir hier nochmal
den Dryadensattel. Den Sumpferich haben wir uns ja gekauft. So, das ist alles. Das ist ein bisschen mager hier, die Ausbeute, Leute. Ich muss nicht mehr gießen oder was? Keine Ahnung, ich gieße ja eh nicht. Ich dachte, das macht der Regen, also. Da kommt schon der erste Vogel. Na, Kollege, buntes Geschäft, wa? Hast du auch einen eigenen Laden, wo du die Leute auf die Nerven gehst? Nein, ich habe keinen Laden. Ich habe ein Labor mit einer Stadt, dafür ich verschiedene alchemistische Experimente durch. Wa? Ich forsche für Geld und helfe einigen Leuten bei außerschulischen Fälligkeiten. Ja, sind du und ich keine Konkurrenten, ganz im Gegenteil. Ich würde mal zusätzliche Alchemie-Räte haben, die mich bestimmt interessieren werden. Zeig mir deine Ware, Bursche. So. Oh. Wir haben kein Geld. Oh mein Gott, ich könnte eine neue Seite kaufen. Ausgerechnet jetzt kommt der Vogel. Komm morgen nochmal wieder. Oh. Was? Hallo, wie du weißt, sollte man gutes Bier kalt genießen, aber im Sommer und im südlichen Gefilden ist es schwer, das Bier kalt zu halten. Wir haben alle Probleme, die Leute. Ich möchte ein Bier brauen, das immer kalt bleibt. Hast du einen Zaubertrank, der helfen kann? Weißt du oft nach Süden? Nicht wirklich. Ein Freund von mir dort unten ist zu Besuch. Er hat eine Taverne und kauft mein Bier. Dieser Freund hat mich gebeten, ein Bier zu finden, das immer kalt bleibt. Hätten wohl einige gern, außer die Engländer. Gut, wir haben hier einen Frosttrank Stufe 2. Also der ist zumindest nicht schwach. Vielleicht reicht ihm das. Das ist mal ein schöner Pilz weg. Ja. Gut, den kannst du haben. So, mit dem also mäßig begeistert, sonst wäre er wahrscheinlich, würde er mehr bieten. Ja. Okay. Aber er ist zumindest. Oh, wir haben die Beliebtheitsstufe 3 erreicht. Du Kaiser. Das heißt, du verkaufst irgendeine Art von Tränken. 10% auf den Preis der Tränke. Chance auf Preisnachlässe auf Waren ist um 5% größer. Chance auf Preisaufschläge ist um 5% geringer. Was hat das mit dieser Reputation auf sich? Hallo, mein trotteliger Herr Gemahl hat es gestern geschafft, sich die Hand im Tor einzuklemmen. Jetzt liegt er statt zu arbeiten auf der Bank und wartet angeblich darauf, dass er seine Hand heilt. Hast du etwas, um die Hand zu verarzten, damit der Penner wieder an die Arbeit geht? Das war jetzt sehr direkt, okay. Unerwartet. Dann müssen wir nochmal so ein Heil-Gedingsel machen. Ja. Ich habe aber keinen grünen Pilz mehr. Sorry. Könnt ihr einen Gifttrank anbieten, aber ich glaube, das wäre nichts für sie. Das ist jetzt doof. Nee. Kann ich einen neuen brauen, der in diese Richtung geht? Unten und rechts müsste es das vielleicht. Ginge das? Könnt's mal versuchen. Das ist aber ein Zickzack, okay. Der hier geht nach rechts. Die Wasserblüte. Noch was, um nach unten zu gehen. Den. Da würde ich meinen einzigen braunen Pilz opfern, aber okay. Zurück. Mist. Das haben wir jetzt versaut.
Was würde, wo würde das hingehen? Dann geht es hier nach unten. Besser wird's nicht. So, dann haben wir aber zumindest jetzt einen Heiltrank der Stufe 2 gemacht. Auch wenn es viel zu umständlich jetzt gewesen ist. Uiuiui. Das steht in deinem Rezept. Guck dir das an. Das ist ja auch lustig. Der protokolliert wirklich jeden Schritt, den ich hier mache, auch wenn er total Blödsinn gewesen ist. Also wenn ich nach diesem Rezept jetzt vorgehe, verschwende ich viel zu viel Zutaten. Also das war im Grunde Blödsinn, dieses Geschäft jetzt da zu machen. Wir haben ja trotzdem keinen grünen Pilz, also bringt es nichts. Also das Rezept ist Blödsinn, also das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Nee. Da kann ich leider nicht helfen, sorry. Sei gerüst, ich brauche mehr Gift. Ich denke nicht, dass ich an dich die Bedingungen unseres Geschäfts erinnern muss. Was ist der denn drauf? Ich habe nur einen schwachen Gifttrank. Da wird er nicht glücklich sein. Ja. Uiuiui, das ist aber jetzt nach unten gegangen. Jetzt kommt die Frau. Was treibst du eigentlich, wenn du nicht gerade Kräuter sammelst? Normalerweise gehe ich tief in den Wald, suche mir einen malerischen Platz und höre den Vögeln beim Singen zu. Ich versuche sogar selbst zu singen, wenn niemand zuhört. Hahaha. Okay. Die raucht ihre Kräuter. Was haben wir denn hier komisches? Ein Dornstock. Dornig und schmerzhaft. Damit kann man wirklich aber straight nach unten in eine Richtung gehen. Okay. Lavawurz. Diese Wurzel sorgt auch im Winter dafür, dass der umliegende Boden warm bleibt. Oh, interessant. Und hier haben wir die Donnerdistel. Oh, bei Gewitter knistern dann Blitze um diese Blume herum. Oh, die können wir wahrscheinlich gebrauchen. Das nehmen wir auch mal mit. Davon haben wir auch nicht mehr so viel. Kostet mir jetzt viel, ne? Aber okay. Wir probieren das mal aus. Tschüssi. Das war... Hallo, Alchemist. Wie läuft das Geschäft? Wo? Ich habe von meinem seltenen Fisch gehört, der in der Nähe gesichtet wurde. Er kommt nachts heraus und frisst nur Glühwürmchen. Was hast du denn getrunken? Okay. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Nein. Wenn du mir eine Art leuchtenden Trank geben kannst, werde ich einen Köder für diesen Fisch herstellen und ihn fangen wollen. Wie wirst du den Zaubertrank als Köder verwenden, frage ich mich. Das ist eine Flasche. Ich nehme einen Wurm und tauche in den Zaubertrank, sodass er leuchtet. Der Fisch wird denken, dass er ein Glühwürmchen ist und er wird ihn verschlucken, dann habe ich ihn. Raffiniert, Junge, du bist raffiniert. Was sind das für komische Leute hier? Wir haben hier so einen Lichttrank, den kannst du haben. Mit neuem Etikett, selbst geklebt. Am Mund, also mit Spucke, naja. Dieser Trank reicht aus, auf was Höhewert, das hätte ich schon mehr bezahlt. Ich habe aber nichts, so. Verschwende aus meinem Laden. So, lass dich noch nie wieder blicken. Also. Hallo, Alchemist. Ich brauche spezielle Pilze für ein bestimmtes Ritual. Das ist die Hexe. Normalerweise wachsen sie um diese Zeit, aber sie sind noch nicht herausgekommen. Ich brauche sie jetzt, also möchte ich ihr Wachstum beschleunigen. Hast du einen Trank dafür? Warum zauberst du nicht einfach Pilze dabei? Ich kenne solche Zaubersprüche nicht. Ich bin keine alte Waldhexe. Ich habe etwas gegen. Ich habe ein anderes Fachgebiet. Spezielle Pilze. Ich brauche jetzt also. Ah, ein Wachstumstrank braucht die. Ah, okay. Hm. Das habe ich noch nicht erforscht. Keine Ahnung. Wo man sowas hier findet. Also hier haben wir Kälte, wir haben Feuer, wir haben Licht, wir haben Gift und wir haben Heilung. Hier oben war ich noch nicht.
Hier ist was. Hier müsste was mit Blitz sein und Donner und so. Vielleicht haben wir so Wachstum. Hier ist auch noch irgendwas. Hier haben wir einen Trank entdeckt. Okay. Also muss ich irgendwie wieder hinkommen. Also da kann ich jetzt nicht weiterhelfen. Ich habe keine Ahnung. Sorry, Hexe. Was ist denn jetzt hier? Grüße, heute muss ich um eine Bande von Schlägern kümmern. Ich brauche einen Trank, der mein Schwert nicht nur treffsicher macht, sondern auch mit magischer Kraft auflädt. Welche Art von Magie? Nun, ich vertraue auf dein Urteil. Okay, der will also einen Magietrank haben. Das ist wahrscheinlich hier, glaube ich. Komm mal da oben hin. Mit den Hexenpilzen vielleicht. Ha. Der geht ja so rückgestrickt nach unten. Könnte man mal versuchen, mit Hexenpilz hier oben hinzugehen. Mal sehen, was da ist überhaupt. So, den haben wir schon mal zermatscht. So. Was ist da? Soll man direkt straight da oben hingehen? Die wollen zumindest dahin kommen. Lump. So, gucken wir mal. Haben wir irgendwas, mit dem wir nach oben kommen? Direkt. Ha! Wir haben zumindest Stufe 2. Ich glaube, Stufe 3 kriege ich hier nicht. Aber dann machen wir wenigstens den. Wir haben einen Mana-Tank erfunden, gefunden. Puh, okay, dann speichern wir den mal und stellen ihn fertig. Ziel erreicht, wir haben einen Mana-Trank und einen Talentpunkt. Ah ja, das war ja, glaube ich, eine Herausforderung. Hier, Mana-Trank, genau, da müssen wir noch einen Blitztrank und einen Explosionstrank finden. Wir müssen beliebt werden. Oh je. Dann einen Trank mit zwei unterschiedlichen Effekten müssen wir auch noch machen. Ein Schlaftrunk und schnelles Wachstum. Ja, das war das, was der eine da wollte. Was ist hier? Das haben wir schon geschafft. Ein Trank mit einem individuellen Aussehen oder Namen. Ach so, weil wir diese Flasche geändert haben. Ah. Und hier haben wir auch noch irgendwas. Okay. Wollte ich das machen, damit wir mehr Geld kriegen? So, Mana-Trank haben wir jetzt. So, hier, komm, mein Freund. Nee, was wollt ihr denn? Magische Kraft, oder? Mana-Trank. Damit ist er nicht zufrieden? Dann kann ich auch nicht helfen. Komisch. Ich will Explosion. Nein, ich habe keinen Explosionstrank. Geht alle nach Hause. Lass mich in Ruhe. So. Ich bin ein grantiger Alchemist. Das habe ich alles noch nicht. Wo kommen die mit so Sachen an? Kommt in 6 Wochen nochmal wieder. So. Ich brauche dringend neue Kräuter. Das ist nochmal ein Rezeptbuch. Mana-Trank. Das ist auch relativ sparsam. Wir brauchen nur Hexenpilz auf jeden Fall dafür. Und Wasser. Wir haben keine Dingenskirchen mehr. Wie hießen die? Irgendwas fehlt uns. Hexenpilze. Ah, wir brauchen 2. Ja, das ist das Problem.
Ein Gifttrank. Wir haben immer noch nur einen schlechten Gifttrank. Das ist nicht schön. Da müssten wir irgendwas finden. Um hier hinzukommen. Machen wir erstmal das. So, dann kommen wir direkt runter und dann nach links. Der rote Pilz. Plopp. Man kann lustigerweise mit einem Rechtsklick die Pflanzen hier rausschmeißen. Warum auch immer. Plopp. Da liegen die in der Ecke. Dazu auch immer diese Funktion gut ist. Ich versuch's mal hiermit. Ich will mal ausprobieren. So. Bis dahin. Ja, war vielleicht schon zu viel. Damit können wir zurückgehen. Genau den Umriss treffen. Ja, wir haben einen Trank der Stufe 3. Hoffentlich. Juhu! Mein Gott, das war echt diffizil. Puh. So, Rezept speichern. Einen starken Vergiftungstrank. Schaffe einen Trank. Ja, wunderbar. Aber man muss wirklich genau da reintreffen. Das ist echt. Aber mit dem Wasser kann man das immer wieder auf diese Grundrichtung zusammen zurückkriegen. Da muss man natürlich genau gucken, wo diese Linien hier sind. Auf der anderen Seite ist es mit dieser Karte echt raffiniert gemacht. Also je nachdem, was man hier für Sachen mischt, die können hier wirklich alle möglichen Richtungen einnehmen. Und da muss man genau knobeln. Also das ist echt ein Knobelspiel, was man wie wohin steuert. Und manchmal muss man gar nicht den kompletten Weg gehen. Also es reicht auch, wenn man irgendwo vorbeigeht und dann wieder eine andere Richtung einschlägt. Weil die Dinger zeigen ja mal an, das kann in die Richtung, die Richtung, die Richtung gehen. Nur wie weit muss man gehen, zum Beispiel für so unbekannte Richtungen, ne? Also ist schon sehr raffiniert gemacht eigentlich. Sieht alles so simpel aus, aber ist schon. Da steckt schon ein bisschen was dahinter. Also da kann man lange, lange dran knobeln hier. Aber das ist immer spaßig hier. Ne? Man hat keine Anleitung dafür und man muss es selbst rausfinden. Und das ist auch das Lustige hier. So, wir haben eine Herausforderung. So. Ich schaffe einen Trank mit einem Effekt der Stufe 3. Ha, ha, ha. Na gut, Leute. Wir haben zwar schlechte Reputation, aber wir machen gute Tränke. So, jetzt haben wir einen Gifttrank, dann können wir den eigentlich rausschmeißen. Den schwachen. Und der ist vielleicht, ja, der ist stark. Ne? Aber ich mache mir erstmal noch einen für Reserve und dann schmeißen wir das Rezept raus. Und machen den nach vorne. Beziehungsweise das leere hier nach hinten. Das ist echt praktisch hier, mit diesen Reitern. Ziemlich cool gemacht. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen starken Gifttrank. Ja, das heißt aber, wir müssen auch immer die Zutaten dafür irgendwo dann herkriegen, ne? Wenn es dann schlecht läuft und du hast die nicht und eine Kräuterkundige kommt alles als letzter Kunde, dann hast du natürlich Pech gehabt. Ja, also, am besten alles auf Lager haben, aber da musst du natürlich auch das Geld für verdienen. Da ist das Problem. So, diesen starken Gifttrank. Warte mal. Ist der hier, ne? So, den machen wir mal jetzt anders. Also, da möchte ich eine auffälligere Flasche haben, damit man sieht,
Das ist was Spezielles, Freunde. So, Etikett. Das kann man noch machen. Hier so ein Zettel. Hier so was Rundes. Ja. Ach so, guck mal, das kann man auch so machen. Sieht aus wie so ein giftiger Dolch. Das finde ich eigentlich so, ja. So finde ich das gar nicht mehr so schlecht. Da mache ich so blutrot. Jawohl. Das ist mein neuer Gifttrank. So, Freunde. So sieht's aus. Wenn ich die Zutaten habe, würde ich ihn dann noch machen. So, ja. Sollen wir noch irgendwas hier rumbasteln? Ich habe keine Ahnung, was man hier noch machen könnte. Also hier nach oben müsste ich noch irgendwie. So bekomme ich hier an diesen Knochen vorbei. Also da sollte man auf keinen Fall landen. Da muss man drum rum, sonst geht's schief. Also tödlich. Tödlich. Das gleiche müsste man eigentlich dann auch diesen, wie hier mit diesen Tränken machen, damit man stärker bekommt. Wir haben ja schon ein gutes Stück weiter. Und hier müssen wir irgendwann natürlich auch noch was machen. Also es wird eigentlich nicht langweilig, weil bis man hier mal sämtliche Tränke mal raus hat, ich glaube, das kann eine ganze Weile so weitergehen hier mit dem Spiel. Naja, wir brauchen auf jeden Fall erstmal neue Zutaten. Das heißt, wir müssen nochmal ins Bett gehen. Nochmal Schnarchi Schnarchi machen. Aber das machen wir dann auch. Und dann in der nächsten Folge geht's weiter mit den Potion Craft Alchemisten Baukasten hier. Und dann versuchen wir noch weitere Rezepte zu finden und unserem Laden hier ans Laufen zu kriegen, vor allem mehr Kohle zu verdienen. Wir müssen uns das Falschen einfach abgewöhnen. Ja, und dann hoffe ich, ihr hattet wieder Spaß hier bei unserem kleinen Alchemistenkurs. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bye bye.